Ja, ihr Lieben, es ist hier drin nicht, aber draußen ist es auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Wir kriegen heute minus 5 Grad und ich möchte noch mal ein kleines Update geben zum Mountain Warehouse Bibi. Ich bin ja mit denen jetzt schon ein paar Tage unterwegs. Mach jetzt mal quasi einen Jump Cut, zeig euch so ein paar Aufnahmen, was ich mit dem schon erlebt habe. Hab den jetzt 4 Nächte hintereinander quasi mit dem geschlafen. Minimale Probleme gehabt. Blend die Videos jetzt mal ein. Moin, ihr Lieben. Jo. Ist meine Brille. Ja. So. Jetzt kann ich auch in die Kamera gucken, ohne dass jemand einen Schreck kriegt. Ja. Jetzt wie schlecht die Brille. Nehmen wir die Brille wieder ab. Ja, ihr Lieben. Das ist jetzt die dritte Nacht in Folge, die ich den Biwaksack benutze. Ist nichts an Feuchtigkeit. Ja, temperaturtechnisch ist gerade frisch. Ich weiß nicht, wie frisch. Aber auf jeden Fall frischer als gestern. Und einiges frischer als wir den letzten Test, den wir hatten. Den ich hatte. Weil diesmal habe ich mein Pulloverchen angelassen, weil der Wind ganz schön zog und dann habe ich mir das so ein bisschen im Gesicht gezogen. Ich hätte das Tarp in die andere Richtung aufbauen sollen, aber gut. So zog der Wind öfters durchs Tarp. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, so viel dazu. Funktioniert. Jo, guten Abend. Letzte Nacht hier. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Liegt aber daran, dass wir gemütlich gelaufen sind. Jo, hier noch ein Update zu dem Biwaksack. Der Biwaksack funktioniert ganz gut. Ich blende mal hier ein Bild ein. Minimale Kondensation, aber wirklich minimal. Und ja, und wie ihr gesehen habt, hat er sich bis jetzt ganz gut geschlagen. Allerdings waren da keine Minusgrade drin. Das hat sich heute quasi geändert und wir haben heute minus 5 Grad in der Nacht. Ich habe mich spontan entschlossen, im Garten zu nächtigen, weil ich das noch weiter mal ausprobieren möchte, wie der sich schlägt. Habe quasi meine gute Daunenpenntüte, die bis minus 10 Grad geht, eingepackt, weil ein bisschen Komfortschutz wollen wir haben und ja, da möchte ich das ausprobieren. Ihr seid jetzt live dabei. Jo, das ist der Mountain Warehouse Bibi. Dieser ganz leichte. Ich probiere den heute aus mit meiner, wie gesagt, treuen Daunenpenntüte. Ja, 12 Jahre alter Schlafsack. Funktioniert immer noch. Seine Grenze ist angegeben bei minus 10 Grad. Die hat er auch wirklich. Ja. Ich möchte lediglich noch ein Seideninlet drin haben. Und ja, das habe ich noch da drin. Und ansonsten als Unterlage eine Thermarest. Und mal wieder mein kleines Mini-Poncho. 3FUL. Den Poncho-Tarp in quietschgelb. Alles wird jetzt aufgebaut. Ihr seid live dabei. Und dann können wir noch ein bisschen am Lagerfeuer quatschen. Jo, der Aufbau ist fertig. Entschuldigung für meinen Atem, aber ihr seht, es glänzt. Ich versuche es mal so ein bisschen noch einzufangen. Ich hoffe, dass die Kamera das so aufnimmt, wie es meine Augen sehen, dieses Funkeln. Es ist auch alles gefroren. Also das Gras. Ja, ist auf jeden Fall arschkalt. Als Schlafaufbau gilt jetzt hier
Die Thermarest Neo Air, die ist ja für solche Verhältnisse wie gemacht, für Minusgrade. Ja, Down-Pen-Tüte, Helium-Pillow, ja, Seidenliner. Ich bin gespannt, was daraus wird, Leute. Ich hatte bei Temperaturen bis so um die 2 Grad mit Nieselregen minimale Kondenswasser. Das war hier im vorderen Bereich des Schlafsacks, hier in dem Bereich. Da blende ich auch noch mal ein Foto ein, damit ihr ganz explizit seht. Ich glaube, dass ich da mit dem Kopf in den Biwaksack geatmet habe. Das war einer der Fehler, die ich gemacht habe. Man atmet ja nicht hier in, sag ich mal, so Säcke rein, sondern hält den Mund eben halt im offenen Bereich, um quasi die Atemluft nach außen weichen zu lassen. Also, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich halte euch auf den Laufenden. Wir haben... Es ist gut knackig kalt, minus 5 Grad. Ist immer so, wenn man nicht dran gewöhnt ist, wirkt das erstmal wieder viel. Aber ja, jetzt sieht man auch das Funkeln. Ja, ganz einfacher Tarpaufbau. Jetzt sieht man auch wieder meinen Atem. Ja, Tarp in einen 45 Grad Winkel aufgespannt. Ich könnte jetzt natürlich noch tiefer rutschen. Könnte noch die Kapuze ausbinden, aber... Dann hat man natürlich mehr Raum. Letztendlich mache ich das aber jetzt nicht, weil nicht nötig. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird, Leute. Jo, ich habe hier mein kleines Lagerfeuerchen aufgebaut, wärme mich noch auf. Genieß noch ein bisschen die Atmosphäre, das Flammenspiel. Jo, sowieso, wenn ihr eben halt eine kalte Nacht vor euch habt, wisst ihr ja selber, was essen. Was warmes Trinken noch. Also, dass man auf jeden Fall die Wärme im Körper hat, das ist sehr wichtig. Und wenn ihr was Gutes gegessen habt, habt ihr echt schon einen guten Grundstein für eine gute Nacht gelegt. Sprich, fleischige Sachen essen, die Vegetarier unter euch, was Fettiges essen, Käse. Ja, bin gespannt, was jetzt daraus wird. Also, der Versuchsaufbau ist quasi dagegenüber. Und ja, bin gespannt, wie die Nacht wird und ob ich Kondensation habe. Weil kalt ist es auf jeden Fall. Und da wird es ja natürlich interessant in Sachen Kondensat. Ne? Weil je größer die Temperaturunterschiede sind zwischen innen und außen, desto größer ist die Gefahr von Kondensation halt. Ne? Ja. Aber. Das ist auch wieder so ein Punkt, ne? Da sollte man gucken, dass man seine Ausrüstung kennt. Und wenn ich was nicht kenne, wie zum Beispiel jetzt diesen Biwaksack, dann teste ich den. Beziehungsweise prüfe. Ich habe ja hier meinen Garten und da schaue ich eben halt wirklich ausgiebig, ob das was taugt oder nicht. Ich habe ihn jetzt ausnahmsweise schon mal auf eine Tour mitgenommen, hatte aber davor eine Nacht schon mal da drin geschlafen. Habt ihr ja mitbekommen. Und ja, auf der Tour hat er sich auf jeden Fall schon mal bewährt. Die Kondensationsprobleme, die ich da drin hatte, lagen darin, dass ich quasi in den Biwaksack geatmet habe an dieser Stelle. Das ist, das, also, beziehungsweise das macht keinen Biwaksack mit, das müsste euch klar sein. Sprich, da wo der Schlafsack Kontakt hat, dann natürlich feucht wegen dem Atem. Ne? Da gibt es zwar High-End-Schlafsäcke, die haben eben halt eine Beschichtung obenrum, eine Wasserdichte, aber
Die befinden sich nicht in meinem Besitz und deswegen verlasse ich mich da eben halt auf die einfache Technik, dass man einfach nicht in den Biwaksack atmet. Ja. Ja. Jo. Noch schön hier quasi ein bisschen Tee trinken. Elfkräutermischung trinke ich sehr gerne. Ja, hier mein. Oh, sehr beschiss. Armee-Kochset benutzt. Praktisches kleines Set, wenn man keine Angst vor Alu hat. Aber zum Wasserkochen sollte das alles gehen. Ich meine, das haben wir jahrelang so gemacht. Und wie war das? Ich habe es vergessen, wo das Problem war. Nee, aber vom Style her gefällt mir dieses Set sehr gut. Alles sehr kompakt. Mache ich auch noch mal eine einzelne Review zu. Aber die gefällt mir auch sehr gut. Diese Kompaktheit von dem Set. So. Dann legen wir den nächsten Scheitel drauf. Stecken ihn rein. Jo. Oh, sei noch gesagt zum Schlafsetup. Ich werde ein Baumwollschlafzeug anziehen von der russischen Armee. Was ganz klassisches Weißes, nichts Besonderes. Aber das werde ich anhaben. Das wird gut meine Körperfeuchtigkeit aufnehmen. Funktioniert sehr gut mit Daunenschlafsäcken, weil man ja dann transpiriert. Und die Baumwollkleidung das eben halt sehr gut aufnimmt und dann nicht so sehr an die Daune weitergibt. Ja, das werde ich auf jeden Fall anhaben. Sprich, eine dünne Baumwollhose und eine dünne Baum oder ein dünnes Baumwollhemd. Ja, und jetzt würde ich sagen, gute Nacht. Bis morgen. Die Glocken. Ja, wie war die Nacht in dem Biwaksack? Ihr seht, alles liegt noch da. Es ist ziemlich kalt geworden. Das waren nicht minus 5, das sind minus 8 geworden. Ich blende mal das Bild von meinem Thermometer ein. Und ja, das war dann nachher so, dass ich echt am Gesicht sehr stark gefroren habe, klar, ne? Aber gut, ist eben halt so. Aber letztendlich ist der kleine Biwaksack dann auch an seine Grenzen gekommen. Ich hatte, beziehungsweise ich habe dann Kondensprobleme im Kopfbereich gehabt. Da, wo die Körperwärme eben halt entweicht, ne? Am Kopf ist ja immer, sag ich mal, der Schwachpunkt. Und ja, ich musste umsteigen. Es liegt zwar alles noch hier, aber letztendlich würde ich sagen, dass ich den nur für den Sommer benutzen kann. Als Spritzwasserschutz für meinen Schlafsack, wenn ich quasi mit einem kleinen Tarp unterwegs bin, wobei da macht es dann auch keinen Sinn, da packt man ein größeres Tarp ein, eine Bodenfolie und ja, Fazit dazu, definitiv an seine Grenzen jetzt gekommen. Wenn überhaupt, würde ich ihn nur für den Sommer benutzen. Ich möchte das Ding jetzt hier nicht schlecht reden oder als Einzelhülle sag ich mal, ein Bugout-Pack, wo man sich reinlegen kann, weil warm, er tut was zur Wärme dazu, definitiv. Aber letztendlich würde ich glaube, wieder zurück zu Gore-Tex gehen. Wobei die Bedingungen hier auch wirklich sehr hart sind, ne? Also dieses Eis,
was überall ist. Ja, ihr seht es ja auch hier drauf. Das verschließt so gut wie jede Membrane. Und ich kann mich an Nächten erinnern, wo ich auch in Gore-Tex gelegen habe, die dann auch nicht viel angenehmer waren. Ja. Gehen wir rein, es ist wärmer. Ich brauche einen Kaffee. Ja, ihr Lieben, ich bin drin. Oh, tut das gut nach so einer kalten Nacht. Ich bin, wie ich schon sagte, ich bin umgestiegen. Ich bin aber nicht quasi rausgegangen, sondern ich bin umgestiegen auf den Gore-Tex und auf dem alten Defense 4 mit noch einem Down-Inlet drin. Sprich, ich habe Schlafsack in Schlafsack geschlafen und war dann in einem Gore-Tex-Sack und habe dann da auch noch die restliche Nacht gut geschlafen. Der Abbruch kam gegen 4 Uhr in der Nacht, also am Morgen vielmehr. Und ja, wollte ich nur erläutern, weil ich ja vorhin in einem anderen Video sagte, dass ich abgebrochen habe, dass ich zwar weiter draußen geschlafen habe, aber letztendlich dann eben halt den Abbruch hatte in Form von, ja, dieser Kondensfeuchtigkeit. Ja, zum Hergang her, ich bin wach geworden, weil es im Kopfbereich hier feucht war an meiner Wange. Und dann wusste ich auch schon, dass da Handlungsbedarf ist, weil gerade bei einer Down-Pen-Tüte, müsst ihr wissen, ich denke, wissen die meisten, die sind sehr feuchtigkeitsanfällig und ja, da habe ich dann schon quasi so gedacht, oh, was ist denn da los? Ja, und dann habe ich dann eben halt den Biwaksack geöffnet, habe festgestellt, dass ich hier in dem Bereich, das ist ja ein Mumienschlafsack, der ist hier, sag ich mal so, übers Gesicht geschlossen, sehr viel Kondensfeuchtigkeit hatte. Und das liegt daran, dass auch wenn hier ein Gummizug drum ist, dass hier immer so an den Wangenknochen quasi Feuchtigkeit bzw. warme Luft entweicht. Und ja, letztendlich war es dann so, dass der mir im Kopfbereich mit Feuchtigkeit zu kämpfen hatte, mein Daumenschlafsack. Und ja, geöffnet, geguckt und letztendlich waren die Schultern hier und hier ebenfalls feucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann, wie gesagt, abgebrochen, bevor ich in meinem eigenen Wasser ersauf. Habe quasi den Schlafsack direkt rausgenommen, bin ins Haus, habe den quasi zum Trocknen aufgehangen, schon direkt. Wir haben, sage ich mal, einen Heizkörper, wo man Handtücher dran trocknen kann. Da habe ich ihn dran aufgehangen. War nicht viel. In der Notsituation würde ich das durchziehen mit dem Schlafsack, bevor ich mir meinen Schlaf klaue. Aber ich war nicht in der Notsituation und die wollte ich auch nicht beiführen. Ja, letztendlich aber definitiv ein, sag ich mal, so anstatt so. War, ehrlich gesagt, ich habe es erwartet, muss ich auch ganz ehrlich sagen, für, sag ich mal, das Geld. Es ist eine Schlafsackhülle. Eher weniger ein Biwaksack. Er ist letztendlich, sag ich mal, für Leute da, die noch nicht das richtige Equipment haben, die eine Zwischenstufe gehen möchten. Hört sich jetzt erstmal verrückt an, weil viele sagen, spar dein Geld, gib dein Geld für Qualität aus. Das ist auch richtig. Aber ich sehe das Ganze so, wenn man einen Schlafsack hat, der quasi bis in den Sommer hinein funktioniert, bis in den Spätsommer, kann man mit diesem Biwaksack ohne Probleme den bis in den Herbst mit rein benutzen. Wenn man quasi gerade schmal am Taler ist, kann man für knapp 24 Euro inklusive Versand sich dieses Ding holen. Man kann es sich auch schenken und lieber warten. Ja, letztendlich, er hat mich 4 Nächte gut begleitet und das war, sag ich mal, bis 2 Grad. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch der Einsatzbereich liegt. Von 10 bis, sagen wir mal, 4 Grad als Sicherheit. Und in dem Bereich liegt sein Funktionsbereich.
Preislich für 24 Euro, was will man erwarten? Es ist nun mal so, ich kenne, was Schlafen angeht, keine bessere Membrane als eine Gore-Tex bzw. als eine PTFE-Membrane. Eine Dreilagen-Laminat, was eben halt wirklich gut funktioniert. Also ich kenne in der Hinsicht nichts Besseres. Da gibt es andere hochpreisige Produkte, die wieder quasi 300, 400 € aufrufen. Im Endeffekt sind die auch nicht viel leichter. Ja, bla bla. Viel um so ein Thema, aber letztendlich mein Fazit, um ein Abschlusswort zu finden. Ich kann diesen Biwaksack nicht weiterempfehlen. Vernünftig wäre es, wenn man sich sein Geld spart für einen Gore-Tex-Schlaf, für eine Gore-Tex-Schlafhülle. Sprich, im allerhöchsten Sinne wirklich ist es eine Übergangslösung und dafür ist es in meinen Augen ehrlich gesagt wieder Materialverschwendung. Ja, in nächster Zeit kommt noch der Hunker, also der andere Biwaksack, den werde ich auch testen. Diesen Biwaksack jetzt kann ich leider nicht mehr zurückschicken. Der wird in mein Backout-Bag kommen, wird quasi dort als Notschlafsack herhalten und ja, mehr ist's nicht. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und danke euch für eure Zeit. Bis dann. Und Prost.